Heute gibt es mal ein kleines Video so für die Anfänger auf YouTube, also die gerade quasi ins Let's Play-Geschäft einsteigen oder sich überlegen, einsteigen zu wollen. Was grundsätzlich ist, was braucht man für ein Let's Play? Ja, natürlich ein Mikrofon mit guter Qualität, kann ein Standmikrofon sein, sprich was vor einem steht, kann natürlich auch das integrierte Mikrofon vom Headset sein, solange die Qualität dort gut genug ist. Es gibt auch einige Let's Player, die aber dann auch nicht wirklich erfolgreich sind. Die benutzen zum Beispiel die integrierte Webcam in ihren Laptops, sprich das Mikrofon davon. Das ist dann aber auch nicht so das Wahre. Darum gebt lieber Geld aus ein bisschen und holt euch ein gescheites Mikrofon. Sind auch gar nicht so teuer. So Standmikrofone kriegt man schon von Logitech ab 15 Euro. Ja. Was braucht man noch? Natürlich ein PC, der das Ganze mitmacht, weil man muss sich ja auch reindenken, sage ich mal. Ihr müsst das Ganze aufnehmen, sprich ihr braucht dafür auch einen guten CPU und Arbeitsspeicher und eine Grafikkarte, damit das Spiel auch gut und flüssig läuft, weil so das Minimum zum Aufnehmen sollte wirklich so bei 30 FPS liegen. Wenn ihr dann so bei, keine Ahnung, 21 FPS oder so seid, sage ich mal, da würde ich schon lieber gar kein Let's Play aufnehmen. Oder einfach euren PC aufrüsten. Und dann, wozu man dann auch noch einen relativ guten PC braucht, ist zum Rendern. Programme dazu, zum Beispiel Sony Vegas, Adobe After Effects, sind jetzt so mit die besten Programme, die mir einfallen. Ich selbst benutze Sony Vegas. Und es gibt auch Leute, die benutzen Camtasia. Nutze ich jetzt zum Beispiel nur für Desktop-Aufnahmen, Tutorials und so weiter. Ja, was ganz wichtig ist, was eigentlich mit am wichtigsten ist noch, habe ich jetzt am Anfang eigentlich vergessen, ist ein Aufnahmeprogramm. Da gibt es viele Programme und da scheiden sich richtig die Geister. Viele benutzen Fraps, ist, würde ich mal sagen, somit das meistverbreitetste Desktop- oder Bildschirmaufnahmeprogramm, was es gibt. Aber Fraps ist lang nicht das beste Programm. Für mich ist ein anderes Programm das beste, was für viele andere genauso ist, nämlich DxStory. Aber auch da gibt es wieder Sachen, die kostenlos sind, die auch viele benutzen. Was fällt mir denn jetzt so spontan ein? Hypercam, Gamecam, Cam Studio, kann ich nicht so sagen, habe ich nie benutzt. Ich bleib bei DxStory und hab parallel auch Fraps, weil ich mit Fraps meine Anfänge gemacht habe und irgendwann später auf DxStory umgestiegen bin. Ja, das war der Part, was man alles so braucht, um mit einem Let's Play anzufangen und wie man anfängt auf YouTube relativ ein bisschen bekannter zu werden. Das werdet ihr dann im nächsten Part erfahren. Also, schaut einfach rein und viel Spaß weiterhin bei meinen Videos. Ciao!